Moin Moin und willkommen zurück. So, wir stehen vor Ramsdorf und wollen da rein. Und zwar beim Spiel Battle Chasers Night War. Ja, wir spielen das Ganze nicht auf schwer und nicht auf heroisch, sondern wir spielen es auf normal, auf mittel. Und dann gehen wir rein. Zack. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Schön groß. Hab ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Schön ein paar Leute metzeln und ein bisschen was Cooles einsammeln. Ja. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzuschauen. Ich hatte überlegt, die Videos länger zu machen. Ich habe die früher immer schon länger gemacht, mal so 40 Minuten, mal 50, mal eine Stunde. Aber das ist für Leute, ich glaube, es sind so viele Leute, die möchten nicht eine Stunde meine Stimme hören oder noch eine Stunde mir zugucken. Da reicht es, wenn das so 20 Minuten sind, 25 Minuten maximal. Sollten wir uns kurz vor Ende finden, was meistens der Fall ist, dann brecht natürlich nicht ab und macht weiter noch 2-3 Minuten. Aber ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht sagt ihr auch, ach komm, mach mal ein bisschen länger oder nee, mach nicht so lang. Aber so 20 Minuten ist gut. Kleine Zugfahrt, Busfahrt, da kann man sich mal eine Folge reinziehen. Morgens beim Frühstück vielleicht. Finde ich, passt ganz gut. Würde ich auch nicht ändern wollen. Aber wie gesagt, das ist ja eure Entscheidung. Wenn ihr sagt, ich halte auch eine Stunde durch, mach mal eine Stunde. Dann müssen die Folgen natürlich, kommt natürlich nicht jeden Tag eine. Dann kommen wahrscheinlich mal alle 2-3 Tage. Aber so finde ich es ganz gut, kleine Häppchen. Nur ist es natürlich schade, wenn man in so einem Dungeon ist. Und dann immer zwischendurch abbrechen muss. Aber was soll's. So, los geht's. Ein Strand. Wunderschön. Hier muss man nichts machen. Hier geht's rein. Okay. Oh, guck mal, da oben ist ein Leuchtding. Damit wir auch wieder rauskommen. Wo ist hier denn? Im Vergleich zu den Leitern, die ich bisher gesehen habe, sieht diese extrem stabil und äußerst solide aus. Wahrscheinlich wird sie hier in der Werkstatt keinen etwas nutzen. Nehmen die Leiter auch mit. So, da geht's auf jeden Fall irgendwo rein. Losung! Oh oh. Man bekommt nur rein, wenn man eine Losung kennt. Wo sollen wir die hernehmen? Banditen sind nicht die gescheitesten. Wenn wir genau genug hinsehen oder die richtigen Fragen stellen, finden wir sie über kurz oder lang. Vielleicht können wir jemanden höflich danach fragen. Einer von diesen Typen muss sie irgendwo notiert haben. So eine Losung besteht immer aus 3 Wörtern. Okay, finde den ersten Hinweis. Machen wir. Hier können wir direkt zum Anfang gehen. Oh, hier ist sowas. Finde den zweiten Hinweis. Hier sind noch ein paar Sachen. Oder. Das ist ein einfaches Bündel von Künstlerporträts mit Anmerkungen auf der Rückseite. Das erste zeigt 2 kleine Jungen, die auf der Treppe vor einer Tür sitzen und essen. Der ältere hat den jüngeren einen Arm um die Schultern gelegt. Die Anmerkung lautet, meine beiden Jungens, Adem und Brennen. Mein ganzer Stolz. Die zweite zeigt eine wunderschöne Frau, die eine Hand mit einem Tuch nach dem Künstler ausstreckt. Auf der Rückseite steht, mein erster Eindruck von Dura, wie sie sich nach der Flucht über mich beugt und meine Wunden versorgt. Das dritte zeigt wieder die beiden Jungen, mehrere Jahre älter, die ein Baby halten. Die Anmerkung lautet, der Tag, an dem Adem und Brennen ihren Halbbruder Asai begegnen. Das vierte zeigt einen Mann, der mit den älteren Jungen ringt, während die Frau den Säugling hält. Mein Leben wurde gerettet. Okay. Neben diesem halbverzehrten Stück Fisch liegt eine Notiz, die lautet, bitte liefern an die Herman. Schlafliedgasse 24 in Ramschafen. Außerdem war der Fisch wohl perfekt gewürzt. Cool. Mal hoch. Gold. Okay, hier finden wir nicht so viel. Wollen wir woanders hinkommen? Eine Notiz habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es ruckelt hier so ein bisschen. Leicht, muss ich sagen. Wie ihr das merkt. Finde schon. Geht es irgendwo nicht weiter? Gibt es hier noch andere Wege? Ne, da geht es ja raus. Wo geht es denn hier weiter? Habt ihr noch einen Weg, den ich übersehen habe? Könnte gut sein. Ach, da geht's raus, okay. Das habe ich schon nicht gesehen. Ich bin doch mal raus. Okay. Da kann ich nicht hin. Oh, das ist ein Gegner. Die beiden einzigen für größere Schiffe geeigneten Anlegestellen auf der Insel befinden sich im fernen Westen und im fernen Osten. Der Westen wurde von Rankler und seinem Militär eingenommen und zu einer offiziellen Handelsstation aufgebaut. Jene, die sich nicht mit Zöllen und Vorschriften abgeben wollten, übernahmen die Ostküste und gründeten Ramsdorf. Eine Ansammlung rasch zusammengezimmerter Baracken ist billige Unterbringung für die Kaufleute, Minenarbeiter und Schauermänner dienten, die im Zuge des Mana-Rausches auf die Insel strömten.
Okay. Oh, hab ich noch erwischt? Ui, ein Stück. Meisterschütze. Okay, dann hauen wir gleich mal ordentlich auf den Putz. Oder die hauen wir erstmal ordentlich auf den Putz. Feuersturm. Treuschuss. Und du machst. So, jetzt. Test nochmal. Heieiei. Da reinmachen. Wie wird das? Einer geht wieder kaputt. Explodiert. Und die letzten können wir, glaube ich, so platt machen. Perfekt. Ja, perfekt war es nicht, aber gut. Auf der Latrine hatte ich schon schwierige Kämpfe. Okay. Warte, geht's. Hier hinten mal hin. Oh, hier ist eine Werkstatt. Wo wir was bauen können. Macht das nicht so viel Sinn, sowas zu bauen? Wir haben fast gar nichts, was wir dafür nutzen können. Wow, ein paar neue Rezepte, die müssen wir finden. Haben wir eigentlich noch welche? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich eingesammelt habe. Ich glaube aber nicht. Nee. Na gut. Dann geht's erstmal weiter. Das kleine Fische drauf. Mal unten links erstmal? Ja, gehen wir erstmal unten links. Irgendein Schrott, okay. Dann geht's nach oben. Einen Hinweis habe ich noch nicht entdeckt. Was ist denn nun mit diesen Panzern? Was für Panzer? Sie lieben die Leute. Guck mal, da ein Patron. Okay. Ah, du Regulierer, du wirst keine Chance haben. Gegen uns. Okay, wir springen den einfach mal an. Okay, das tat ein bisschen weh, aber... Schön und fest. Perfekt. Also perfekt. Gut. Also perfekt, ne? Nolan, Garrison und Gully. Die erste Angriff können wir ja normal machen, da er benommen ist. Aber die zweite Welle ja auch angreifen werden. Hier, der sieht ganz geil aus, der kam ein Schuss von mir, oder? Oh, den gut rein. Super. Das ist viel Erfahrungspunkte, aber. Macht er nichts. Auch Kleinvieh macht Mist. Kleinvieh macht auch nichts zu tun. Aus dem Brunnen trinken. Kraftbasier wäre eine Schlacht. Okay. Hier können wir auf jeden Fall rein. Gehen wir jetzt noch nicht. Wir hier, durchsuchen erstmal hier vorne alles. Da ging es ja auch nochmal hoch. Hier gehen wir aber noch auf jeden Fall rein. Ach, hier oben ist so eine Truhe. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, fette Schlachtruhe. Blödes Viech. Gerade Heilung angesetzt hat. Die Hälfte der Leben weggenommen.
der ist ganz schön stark. Oh nein. Eieiei. Halt bei einem Ziel 125 schon. Halt bei einem Ziel 107 Lebenskraft. Warte mal, was hat man denn Superkraft hier? Halt bei jedem Grund und stellt bei jedem 40. Machen wir das mal. So, und hier müssen wir was ordentliches reinhauen. Ich muss hier einen machen, der wirklich mehr Schaden macht, ne? So. Oh nein! Vergiftet wird auch noch. Oh, Scheiße. Okay. Hier will ich auch irgendwas Härteres reinhauen. Oh, der hat ganz schön viel Leben. Okay, der muss... Oh nein! Alter! Scheiß Tür, ey! Platt machen die Truhe. Okay, pass auf. Du heilst nochmal. Ne, das geht nicht, schade. Mach diese Heilung. Oh oh. Okay, das heilen kann er. Geht er wohl noch hin? Ich will leider platt machen. Eieiei. Aber wir müssen auch ein bisschen Erfahrungspunkte haben dadurch. 192, okay. Und jetzt, oh, jetzt bin ich Level 10 geworden. Das ist natürlich gut. 4 Futterspunkte. Futter höhere Eile, Rang 2 erschlossen. Urteil Deckungsschwung, volle Felsenwurf erschlossen. Steinhaut erschlossen. Klingt schon nicht schlecht. Trotzdem haben wir natürlich sehr viel Leben gesagt verloren. Was aber nicht so schlimm ist, denn. Es ist eigentlich nur Garrison, der viel verloren hat. Was konnten wir hier noch? Ach, ich denke, das ist nichts, ne? Dann gehen wir wohl hier rein. Okay. Eine Notiz mit einem großen Dolch am Bartisch. Sie lautet: Du Idiot, diesmal solltest du dir die Losung gut merken. Sie lautet rum. Der Rest der Notiz ist vom Schnaps ausgeweicht und unleserlich. Das sieht aus, als hätte jemand dummerweise etwas ausgelassen. Ich habe doch gesagt, sie sind nicht die Hellsten. Ja, ich wusste, wir würden etwas finden. Rum ist also Teil der Losung. Suchen wir nach weiteren Informationen. Okay, haben wir schon mal einen? Da steht einer. Befragen wir auch gleich, also lesen wir weiter. Das scheint das Grab in Schopfgitter gewesen sein. Hier ruht David, Vater, Mentor, Beschützer. Wir konnten es dir nicht mehr persönlich sagen. Wisse, dass dein Mitgefühl unser Leben definiert und andere gerettet hat. Wisse, dass dein Mut uns ermöglichen wird, Aisar zu beschützen. Wisse, dass uns deine Güte immer leiten wird, wie zuvor. Wir lieben dich, Papa, und wir werden dich vermissen. Okay. Oder... Ah, komm ich da hin? Ja. Okay, der weiß bestimmt auch eine Losung. Aber vielleicht will er auch mit uns Kampf gehen. Wir müssen einmal gucken, ob ich nicht irgendwas habe, womit ich mal uns heilen kann hier. Ich nicht. Doch, da. Den kriegt mal er hier. Und er kriegt gleich noch einen. So. Auf jeden Fall mal diese Heilung noch mal irgendwo finden. Reden wir mit ihm. Ein rau aussehender Mann sieht euch an. Ihr verzieht euch besser. Er winkt euch fort mit dem Reden. Er fährt herum, mustert euch mit stetem, unerwartetem Blick. Warum kehrt ihr nicht gleich um, Fremde? Was ihr auch wollt, hier werdet ihr es nicht finden. Bist du Erwitzen? Er beäugt euch ganz direkt, wie ein Raubtier seine Beute betrachtet. Ihr hättet nicht verraten dürfen, dass ihr wisst, wer ich bin. Das war ein großer Fehler. Jetzt werden wir alle bereuen, dass ihr das gesagt habt. Du machst uns keine Angst. Wenn es ein Tanz sein soll, kommt ruhig näher. Dann flüstere ich euch die letzten Worte zu, die ihr je hören werdet. Bevor ihr gehen könnt, greift er nach einer Waffe. Oh. Na super. Er war jetzt der Rote.
muss leider einmal eine Runde Heilung machen für alle. Ein bisschen hochkommen wieder. Und du kannst einfach mal was machen. So, komm her. Danke. 185, yes! Das war's wohl für ihn. Der Rote. Der Tote würde ich nennen. Ein Schroffer, vielleicht sogar mürrischer Mann, spricht hier an. Ich habe kein Interesse an Kämpfen, ich will nur handeln. Sag mal deine Waren. Was wir gebrauchen können. Angriffsstärke geht runter, Ausdauer. Heil ist 92. Richtig coole Sachen hat er nicht, ne? Das große Buch des überlegenen Wissens. Ein Buch von sehr großer Macht. Gibt allen Helden einen Vorteilspunkt. Das kostet 2300, das ist viel. Ein Buch, das Kräfte in mehreren Helden wecken kann. Gibt jedem Mitglied in der aktuellen Gruppe einen Vorteilspunkt. Großer unbedeutender Wissen. Ein Buch, das gibt dem ausgewählten Helden. Okay. Das wäre einmal für alle. Dass man mehreren Helden wecken kann. Gibt jedem Mitglied der aktuellen Gruppe einen Vorteilspunkt. Mit allen Helden, okay. Ja, ist natürlich viel Kohle, ne? Aber wir machen es trotzdem mal. Das große Buch kaufen? Machen wir das hier mal. So. Noch irgendwas verkaufen hier. Ein paar Sachen haben wir ja, wenn wir brauchen. Machen wir gleich mal. Oh, Zeug verkaufen. So, gucken wir uns Buch an. Gut. Viel mehr ist hier aber nicht, ne? Das Wort, was wir gefunden haben, hier ist rum. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Muss aber irgendwo noch unten längs gehen. Da blinkt doch auch noch was, da war er nicht drin. Ah, okay. Energiezelle. Aber wo kannst du denn hier noch längs gehen? Gehen wir mal raus. Irgendwo geht's hier unten. Ah, warte mal. Hier längs vielleicht? Testen wir mal. Die sind doch gekommen, ne? Die beiden einzigen Wege. Achso, haben wir schon. Hier raus? Okay. Und entflammt er auch noch. Sehr gut. Das war's. Gut. Ich bin nicht beeindruckt. Ich bin noch nicht beeindruckt. Lächerlicher Panzer. Oh, hatte ich mir lange an den Stecker so noch auf. Ist gut. Der ist aber nicht gerade klein. Das dürfte schnell gehen, sagt er. Ich weiß nicht. Da, Felsenwurf. Trifft alle Feinde für jeden von ihnen und zu und betäubt sie für eine kurze Zeitspanne. Das ist natürlich cool. Aber wir suchen bei ihm trotzdem was anderes hier.
für eine Superkraft. Eine zweite hat er noch nicht. Ah, ist nicht abgestiegen, ne? Und looten kann er ruhig ein bisschen. Oh oh. Okay, das trotzt rein. Ich kann ihn bestimmt verlangsamen. Das machen wir noch nicht, das machen wir erst danach. Erstmal, wenn wir den. Nein, da muss man sagen. Okay. Flammt ist er auch. Okay, dann können wir jetzt ja ein bisschen mehr Schaden reinhauen. Und du musst leider einmal die Leute heilen hier. Komplett da rausgehen mit total niedriger Lebensenergie, ist die Heilung ja nicht verkehrt. Aber sieht ganz geil aus, der Effekt. Oh. 340? Verarscht du mich gerade? Aber auch am Stein gerissen. Yes. So. Unerbittlicher Angriff erschlossen. Blendblitz erschlossen. 4 Vorteilspunkte. So, die Vorteilspunkte werden wir jetzt mal einsetzen. Hoffe ich zumindest. So, machen wir mal. So, Vorteile. Ein Punkt übrig. Hier, der macht doch nicht so viel Sinn. Aber du hast auf mir welche bekommen. 5 Punkte haben wir noch. Höhere Eile. Hm. Steige die Angriffsstärke um 3,5. Das ist eigentlich ziemlich cool. Was haben wir hier? Steige die Crit-Chance. Nachdem man dann steigert sich für eine Aktion. Den nehmen wir raus. Dafür nehmen wir den hier. Zack. Ja. Und bei Garrison. Steige die Angriff um 5,4. Das ist natürlich nicht schlecht. Starker Beginn. Noch was denn? Den reinnehmen. Gut. Ja, Leute, das war's für heute. Weiter kommen wir jetzt erst nicht. Weiter kommen wir wahrscheinlich gerade gar nicht. Aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.